Die Farbe einiger der Polya-Bären, die wir haben, ist wirklich... Sie sind alt, diese Bären. 100 Jahre oder noch mehr. Und die Farbe verblasst nicht. Das sehen Sie ja selbst. Die Farbe sticht wirklich hervor. Und sie bleibt für immer. Weil sie nicht wie üblich aus Pigmenten besteht, die mit der Zeit abgebaut werden, sondern eine strukturelle Eigenschaft des Materials ist. Um zu verstehen, wo die Farbe der Polya-Bäre herkommt, müssen wir die Bären mit einem optischen Mikroskop analysieren. Mithilfe eines speziellen Polarisationsfilters können wir den Aufbau der Zellulose in diesen Bären verstehen. Und dann stellt man fest, dass diese starke blaue Farbe nicht von einem Pigment stammt, sondern von der Zellulose. Ich bin Biologin. Mich interessiert, wie Pflanzen Tiere anlocken, die ihren Samen, ihre Pollen verteilen. Noch wissen wir nicht, wie die Pflanze die Zellulosestrukturen bildet, die für die Farben verantwortlich ist. Wenn Silvia im Labor auf synthetische Weise herausfinden kann, wie das geht, gibt uns das Hinweise, die wir wieder auf die Pflanze übertragen können, um zu verstehen, wie sie das macht. Im Prinzip macht man das Folgende. Man fängt mit reiner Zellulose an, wie man sie in Baumwollfasern findet. Man muss Säure benutzen, um einen Teil aus dieser Naturfaser zu schneiden. Säure löst das Material auf. Wir lassen sie in einer kontrollierten Umgebung verdunsten. Ein bisschen warten und dann bekommt man einen sehr schön gefärbten Film. Und die Farbe dieses freiliegenden Films ist das gleiche Blau wie bei der Polya-Bäre, weil die zelluläre Struktur die gleiche ist. Sehen wir uns also die Struktur der Polya-Bäre unter dem Rasterelektronenmikroskop an. Man kann die innere Anatomie der Bären gut erkennen. Hier sieht man, wie die Zellulose in Schichten aufgebaut ist. Und dieser schichtweise Aufbau ist genau derselbe wie bei unserem Film. Es ist keine perfekte Nachbildung, aber aus optischer Sicht ist es zumindest im Hinblick auf die Herstellung der Farbe die wichtigste. Wenn man die Farbe aus diesem Material gewinnen kann, kann man auch Farben herstellen, die wirklich brillant und atemberaubend sind, wie bei dieser Beere. Und man setzt dafür ein Material ein, das im Prinzip billig und wirklich überreich vorhanden ist.